Willkommen zurück bei euren Hunter Game mit den Type 95. Hätte ich gern. Type 58. Entschuldigung. So, ich bin in einer schönen 6er Runde. So. An alle, die es noch nicht richtig gesehen haben: Hier sind nur zwei Mediums, während gegen hier alle anderen vertreten sind. Lass euch mal das richtig in den Kopf gehen: Zwei Mediums auf einer Flanke. Der andere 40 hat die Top Gun. Da hat er 2,80er nach. Da sieht man schon die erste Hellcat. Und da sehe ich schon die zweite. Ich weiß nicht, was jetzt gerade los ist, aber irgendwie lag das gerade ein bisschen. Die haben uns eine Kette abgeschossen! Wir stecken fest! Grund war einfach, die Gun. VK nicht so unbedingt. Der ging voll durch ihre Panzerung! Ziele, vorhalten, wird nix. Ja, was auffallen sollte, ist die ungenaue Gang. Habe ich einen Blindschuss gesetzt, der hoffentlich getroffen hat. Wenn ihr wollt, können wir uns das mal später nochmal anschauen. Ah ja, mir wurden immer noch keine Bibel zugeschickt. Ihr könnt es mir gerne Bibel schicken, die euch gefallen hat, die ihr persönlich als schön fandet. Schreibt es mir in die Kommentare, schreibt es mich an. Aber bitte, flamet nicht immer. Das mag ich überhaupt nicht, wenn man den BOT flamet. Ja. Dann sehe ich die Hellcat. Ziele und ja. Schuss ist wünscht übrig. Die erste Hellcat. Wirkungstreffer! Unterwanne aus der Entfernung. HPE geladen, Ziele. Drück ab. Ja. Schuss geht in den Boden. Ich glaube, wieder auf ab. 7 VK hat immer so. Oh je. Ein Heavy. 100 mm vorne. Das ist sehr gefährlich in diesem Panzer, weil. 126 mm. Ich nicht. Oh je, oh je, oh je. Ich mir, oh je. Feuererlaubnis erteilt! Erwischt! So. Was jetzt hier abgeht, das habe ich nie richtig verstanden. Wenn ihr wollt, ich tue es jetzt einfach mal so machen. Hier haben wir ein A43 und ein M4. Schauen wir uns noch an, was hier passiert. Ja, ich habe eine bessere Idee. Machen wir einfach ganz normal meine Sicht. Ich hätte nichts dagegen. Also wenn ihr mal wollt, dass ich mal immer so aus dieser Perspektive spiele, sagt's Bescheid. So. Sieht den K1S, der dann sich auch vorwagt. Wirkungstreffer! Vielleicht mit einer 190er von mir frisst, was mir sehr gut gefallen hat. Ein schöner hoher Damage. Dann habe ich gesehen, dass der A43 sich runter verzogen hat. Und hab mir was überlegt. Ich wusste ja noch, dass hier der M4A3E2 steht. Und hab mir gedacht, dieses Ding ist ein blöder Tank. Und ja, da gehen wir doch mal ein bisschen näher ran. Ich fahre nicht sehr schnell, aber. Feuererlaubnis erteilt! Wir haben sie nicht mal angekratzt! Da sieht man mal. Wir haben das Ziel verloren! Was das Ding für eine Panzerung hat. Ich hab mir gedacht, so. Feuererlaubnis erteilt! Wirkungstreffer! Das Ding hat eine sehr mittelmäßige Gun. 127 Pen mit Gold und. Wirkungstreffer! Schießt wieder auf den Arsch, schießt daneben. A43 Bounce. Der ging voll durch ihre Panzerung! Erwischt! Feuererlaubnis erteilt! Eine unserer Ketten ist zerstört! Wir sitzen fest! Ich hab mein Problem. Ich habe schon keinen Reparaturkasten mehr und drehe meinen Turm so schnell ich kann. Dann mal, okay, er prallt. Manchmal, oder? Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Gebe ich ihm ein Ammo-Eck und ich hab mich erstmal so gefreut wie ein Kind. Kette wieder funktionstüchtig! Los geht's! Schaut mal, ein Ammo-Rack. Wie oft ist mir das passiert in Let's Plays? Das ist mir noch nie passiert, um die Wahrheit zu sagen.
nicht so, dass ich mir dachte, yay, das kann man doch gut aufnehmen. Aber ja, ich hatte ein schönes, schönes Spiel. So. Machen wir mal ganz normal weiter. So. Also, da musste ich mich schon mal wundern, weil ich habe 17 Schuss gefressen, habe sau wenig Leben. Und ich habe es nicht geschafft, mit umzubringen. So, jetzt kommt das Beste. Der Kaffern ist hier. Hier, er hätte schon längst treffen können. So. Dann denke ich mir, oh, da kann ich hinschießen. Wirkungstreffer! Erster Schuss. So, Grafmanns S kommt schon wieder vor. Und so kann ich durchschießen? Nein. Feuererlaubnis erteilt! Wo sind Sie hin? Wir haben Sie böse erwischt! Dann versuche ich auf sein Ding zu schießen. Wir haben Sie nicht mal angekratzt! Seinen Turm dort. Ja. Das muss wehtun! Und dann hat das auch gelernt und schießt mir durch die Tür. Ja. Ich mir gedacht, supi, aber der K5S stirbt noch. Schauen wir mal anders an. Und genau jetzt sollte er eigentlich sterben. Da kommt gleich der Schuss. Hier, da hat unser ELC von dort hinten geschossen und richtig schön den K5S rausgeholt. Ja. Und ich habe gerade keine Ahnung, was da abgeht. Ah, jetzt hat. Also an alle, die das Video sehen, habt es jetzt gerade gesehen. Ich hatte gerade einen sehr lustigen Fail. Ich hoffe, ich mache es einfach so, weil ich kann mir das nicht. So. Kette beschädigt, Kette verloren. Ah, ja. Wir sind bewegungsunfähig. Genau, jetzt gewonnen. Und ja. Ich habe mich sehr darauf gefreut, habe 1200 Damage gemacht und keine Ahnung, was das ist. Ich hoffe, euch passiert das nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Have fun on Rollout.